Sie sind dann 1978 geboren und in den Widerstand reingewachsen. Was erinnern Sie so als erste Aktion? Ich kann mich natürlich schon erinnern an die wilden Tage 1001, dieses Dorf, weil da eben auch immer viele Leute bei uns übernachtet haben. Und ich konnte das alles gar nicht so einordnen. Ich weiß nicht, es war ja so 83, 84 war da, glaube ich, viel Die los. Republik Freies Wendland war 1980, aber danach waren ja auch Genau. noch Sachen, genau. Ja, ich glaube, mit zwei, da ist die Erinnerung nicht so scharf. So mit fünf, sechs kann ich mich schon eher erinnern, dass da so wilde Gestalten rumliefen. Die waren noch bei Ihnen auf dem Schloss. Genau, da haben auch immer einige übernachtet, die von weiter her kamen, die meine Eltern irgendwie kannten. Und ja. Und das war natürlich immer ein Thema, auch wenn man als kleines Kind noch nicht so mitdiskutieren konnte, aber man hat das alles gehört. Ja, und vor allem, also die nächste große Erinnerung, die ich so habe, ist Tschernobyl. Das war wieder einige Jahre später, 88, richtig? 86. 86, genau. Und da war so, dass wir eigentlich dann nicht mehr draußen spielen durften und man konnte keine Pilze mehr essen und kein Wildfleisch und so weiter. Und da war ich dann dementsprechend 8 Jahre alt und dann fragt man, und dann habe ich ja so mitgekriegt, war ein Atomunfall und hier in Gorleben soll auch der Atommüll rein und dann fängt man so an, die ersten leichten Ketten zu bilden als Kind, man kann natürlich noch nicht so ja, Brücken bauen wie ein Erwachsener, aber trotzdem war das schon irgendwie klar, das ist sehr gefährlich. Und ja, dann hatte ich so das Gefühl, das ist richtig irgendwie dagegen zu sein. Das sind so die ersten Erinnerungen, die ich verbinde. Also das ist irgendwie gefährlich und das wollen wir hier nicht vor der Haustür haben, das bedroht uns. Also 1995 war dann dieser berühmte Tag X, wo dann wirklich zum ersten Mal hochradioaktive Abfälle ins Zwischenlager kamen in Form des ersten Castor-Transports. Waren Ja, Sie dabei? da war ich dabei. Da waren wir ich war im Gymnasium in Lüchow damals. Und da haben wir eben von der Schule aus eine große, also sind wir zur Demo gegangen und haben uns da beteiligt. Und genau, also das war dann schon sehr bewusst wahrgenommen. Stimmt es eigentlich, dass die Schüler hier schulfrei kriegen, wenn der Castor kommt? Ich glaube, das hängt sehr von der Schulleitung ab. Also damals, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, wir hatten damals schulfrei. Aber das ist natürlich immer sehr davon abhängig, wer ist einmal der Schulleiter, wer ist der Landrat und das muss ja genehmigt werden. Und also das kann man, glaube ich, generell nicht sagen, dass immer schulfrei war, wenn Castortransporte kommen, aber es gab das sicher. Und wie erinnern Sie das nun? Das war 1995, das erste Mal. Ja, also das war alles wahnsinnig aufregend. Da waren wir so in der Pubertät natürlich und so weiter. Da sind die Emotionen aufgekratzt. Da war alles voller Polizei hier. Wir wurden ständig angehalten und gefilzt. Und ja, man fühlte sich eigentlich so wie eine besetzte Zone. Man hatte so das Gefühl, so man wird vom Staat als Terrorist gesehen, weil man hier lebt. Und das schafft natürlich auch so ein Unrechtsbewusstsein. Sagt, warum ist das denn so? Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben überhaupt nichts getan. Wir wollen eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass wir dagegen sind, dass man hier so Entscheidungen trifft, ohne mit denjenigen, also mit uns darüber zu reden. Und ja, ich habe auch da, ja, ich habe jetzt nicht direkt mich an gewalttätigen Aktionen betätigt, aber das so direkt gesehen, sodass irgendwie so einzelne Polizeitrupps auf Leute einschlagen neben mir und so. Und da denkt man schon, da kriegt man Angst einfach und sagt, warum passiert das hier? Es gibt doch hier eigentlich keine. Also was man auch sagen muss, es gab natürlich auch bei den Demonstranten gab es auch immer irgendwelche Linksradikalen, die dahin kommen, um Krawall zu machen. Und was mir erst heute klar ist, oder seit ein paar Jahren, dass die immer in den Medien landen, weil das irgendwie spannender ist. Und die Bürger, die einfach demonstrieren, ohne Gewalt auszuüben, die sind langweilig für die Medien. Und das war sowas, was irgendwie, ja, das fand ich immer schade, weil die Rechtsanwälte und Ärzte und so weiter, die da mit demonstriert haben, die wurden gar nicht thematisiert, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es politisch gewollt war, dass man den Widerstand in eine Ecke stellen kann, dass man sagen kann, das ist das ganze linke Spektrum, aber das war ja gar nicht so. Also es hat ja gerade hier ein
riesen Umschwung gegeben, gerade in der bäuerlichen Gesellschaft. Die bäuerliche Notgemeinschaft hat sich gegründet. Das waren eben Landwirte, die gesagt haben, wir sind zwar konservativ, aber wir sind trotzdem dagegen, dass hier so gehandelt wird, wie es eben ständig passiert ist. Also rund um das Thema Gorleben. Und es hat sich hier auch eine Partei gegründet, die Unabhängige Wählergemeinschaft. Und das sind natürlich alles so Indizien, die zeigen, dass es nicht alles nur ein Links-Rechts-Thema ist, sondern es geht eigentlich darum, um die Betroffenheit vor allen Dingen.